Ja, es ist Podcast, meine Kerle. Und herzlich willkommen äh, zum Tuxflash. Ja. Hallo, äh, Hauke. Ha Hallo, Micha. Ähm, wie man sieht, wir sind äh, wiederum zu zweit. nicht? Also Grüße aus dem Norden in den Osten. Und zurück vom Osten in den Norden. Ja, genau. Also Was? wir sind bloß zu zweit und wir haben uns heute wieder einen Kessel Buntes überlegt, weil es eigentlich gar nicht so wirklich viel Interessantes in der letzten Zeit gab. Genau, und nach so einem Highlight wie äh, dem letzten Tuxflash zu den Tux-Tagen äh, kommt jetzt quasi mal ein Lowlight, damit äh, die Sinuskurve auch passt. <laughs> Könnte damit man jetzt sagen. So, zu, zum, zum Ende des Jahres vielleicht nochmal so einen kleinen Aufstieg schaffen? Genau. Vielleicht gibt es dann nochmal was richtig Tolles zum Jahresende oder auch nicht. Vielleicht lassen wir es auch ganz. Entspannend, besinnlich, ohne irgendwelche tollen Highlights nochmal ausklingen und dies ist ja wieder. Aber wir wissen es ja noch nicht, wir sehen dann halt, wie es kommt und nur so können wir es ja auch machen. Genau, wir, müssen, wir haben noch nicht mal einen Plan, ob wir irgendwas für die Adventszeit podcast-technisch machen. Wir, wir nehmen es, wie es kommt. Genau. Das, das könnte man auch so als ähm, Titel dafür nehmen. Ne? Also, wenn, wenn wir Tuxflash nicht mehr haben wollen, als Titel, einfach wir nehmen es, wie es kommt. Wir nehmen, was wir kriegen können. <laughs> Oder so, wir nehmen alles. <laughs> ja, so, wie, so wie heute von den Themen her. Vielleicht ganz ja, kurz gut. noch, äh, der Jean ist äh, beschäftigt, falls die Frage kommt. Der ist äh, sehr, sehr äh, rege diese Woche unterwegs, deswegen ist er heute nicht dabei. Aber dafür freue ich mich über jeden, der jetzt live dabei ist. Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer. Genau. Und alle, die es nachher später noch hören aus der Konserve. Aber ihr könnt natürlich nicht mehr live irgendwelche Fragen stellen oder sonst irgendwas oder Kommentare abgeben. Habt ihr leider verpasst. Also live ist mal live. Und was danach kommt, ist nur noch Konserve. Gut, äh, was für spannend oder was für mäßig spannende Themen haben wir denn heute? Äh, wir, ah, wir ich pack mal die Liste von hinten nach vorne, das, das ist interessant. Oder interessanter Linux-Kernel 6.6 gibt es ein paar Neuigkeiten dazu. Firefox 120 ist äh, erschienen und äh, das geht in die Kategorie Totgesagte Leben länger mal wieder. ReactOS gibt es mal wieder Lebenszeichen. Ja. Also von daher würde ich ganz gerne mit dem Linux-Kernel 6.6 starten wollen. Ja, Im Endeffekt ähm, so so wie es immer ist ist genau dieser letzte große Linux-Kernel-Release eines Jahres zum LTS-Kernel geworden. Ja, und äh, so wie sich das mehr oder weniger für mich liest, ähm, ein paar kleine Verbesserungen, aber jetzt nichts Großartiges, aber einer, mit dem man wohl relativ lange noch... Ähm, leben könnte. Also äh, die wollen ihn drei Jahre lang ähm, unterstützen, also bis Dezember 2026. Und da hat sich bei Dateisystemen äh, was ergeben, also BKHFS, ich lese das bloß ab, ButterFS, ZFS und, ach nee, ähm, ButterFS und irgendwas mit Nvidia GSP Firmware-Unterstützung. Heißt das da GSP bei Nvidia? könnte sein ich habe mich jetzt dahingehend nicht informiert was, was da jetzt drin ist also oder was damit gemeint sein soll sagen wir es mal so aber eben äh, btrfs und äh, BcacheFS fs ähm, ja also Verbesserung ähm, Copy and Write Dateisystem und bcache oder bcache fs hält eh Einzug in den Kernel damit ist es das, was ursprünglich für äh, Flash äh, gedacht war? Oder für ähm, RAM? Mh, weder noch. Das ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung von äh, BTRFS. Mhm. Hm. Gefühl zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob da der äh, Ursprung da wirklich so her resultiert, aber so hatte ich es zumindest mal gelesen, dass es da ein paar Verbesserungen gab. Hast du das irgendwann mal wirklich ausprobiert? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Also B FS, ja, geht quasi noch auf der To-Do irgendwann mal. <laughs> ich bin ja froh, dass ich mich mit ButterFS so gut äh, angefreundet habe, sage ich mal. Also letztendlich, wenn's, wenn du ein Dateisystem gefunden hast, was bei dir funktioniert und was über Jahre, Jahrzehnte auch wirklich stabil läuft, äh, ja würde ich das auch eher beibehalten. Ne? Also warum was Neues ausprobieren ähm, und dann irgendwelche Probleme äh, mit provozieren, die man vorher nicht gehabt hat. Also man gewinnt ja meistens nicht so viel davon äh, dabei, wenn man jetzt was anderes nimmt. Es sei denn, man hat jetzt einen speziellen Anwendungszweck, wo man wirklich was anderes braucht. Aber ansonsten, ja. Oh. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, dass dadurch, dass es bis 26 LTS-Unterstützung erhält, der 6.6er-Körner, hast du ja nochmal eine Erneuerung eine Neuerung, ähm, indirekt benannt. Also dieser LTS-Zeitraum ist zurückgegangen. Waren die vorher bei fünf Jahren? Mhm. Sogar okay. also schon fast okay. bei sechs. Ähm, gibt es eine Distribution, die äh, den Kernel jetzt einsetzen möchte. Also vielleicht mhm. nächstes Jahr, wenn denn äh, das nächste Ubuntu rauskommt. Aber vielleicht ist das auch schon wieder zu lange hin. Das wäre ja im April nächsten Jahres. Ich glaube, bei Ubuntu ähm, wird 6,5er-Kernel, wenn dann dann zum Einsatz kommen. Mhm. 24.5 war, der ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen, hat somit seine Testzeit. Also dementsprechend, ja. Ja, gut. Arch bestimmt, äh, schreibt hier das Skabler. Na ja, klar, also sämtliche äh, Rolling-Releases, die werden relativ zeitnah darauf Upgrade-Möglichkeit bestimmt bereitstellen. Also bei Debian-Testing ist immer noch äh, 6.5 aktuell hatte ich heute wieder in der Hand oder beziehungsweise in der Mache. Weil du äh, was damit machst. Was machst du mit Testing gerade? Äh, ich habe mein Notebook ähm, auf Testing quasi umgerüstet oder eins meiner oder mein ganz altes Notebook, ähm, weil ich da ein bisschen mit OBS beziehungsweise mit meinem OBS Setup spielen möchte, falls ich dann doch mal von PopOS weg. Ähm, Weg, äh, weg möchte, äh, würde ich dann vermutlich auf Debian Testing gehen wollen. Dementsprechend gucke ich da äh, gerade, wie es so läuft, ähm, ob ich mein OBS-Setup irgendwie portiert bekomme. Mit der ganzen Streamerei, man will sich ja relativ wenig ähm, Arbeit machen. Ja, gerade wenn du jetzt Produktivsysteme hast und eigentlich nicht möchtest, dass sich das von heute auf morgen ändert und... Ähm ja, du wirklich eine stabile Basis haben möchtest, dann ist es natürlich äh, wichtig, dass du da kein Rolling Release hast oder sonst irgendwas wegen böser Überraschungen. Hm, naja, das ist jetzt ein bisschen mein getesteter Zwischenschritt zwischen Debian Stable und Debian ähm, Unstable. Also da wird dann auch äh, BTF erst mit Snapshots wieder äh, als Dateisystem zum Einsatz kommen. Also falls dann doch mal was kaputt geht und ich dringend was machen muss, habe ich immer noch einen funktionierenden Snapshot, mit dem ich arbeiten kann. Darum geht es mir. Also das ist dann eh so mein Way to go, sagt man heutzutage doch so schön. Ist jetzt bei Testing schon mal irgendwie was vorgekommen, solange du das jetzt verwendest? Also das nee, ist irgendwas... Jetzt, nicht... Bis jetzt ging alles wunderbar. Okay. Wie gesagt, aktuellster Kernel. Was mich noch so ein bisschen stört, da gucke ich jedes Mal, äh, mache ich einen Upcache-Search äh, wegen den nvidia treibern die sind immer noch mit 5.25 relativ hinten dran. Also 5.45 ist jetzt quasi aktuell. So, ähm Ach, hier, der Uwe schreibt, Manjaro ist gerade bei 661er Körnel. Oha. Uh. Nee, das ist ja auch Arch. Ja, klar, Arch-Unterbau. Aber ja, das ist ja das Teil. gemäßigte Arch, sage ich immer. Ich, ich finde es ja auch eigentlich eine ne schöne Lösung. Vielleicht mache ich auch mal wieder einen Ausflug auf Manjaro. Ich weiß es noch nicht. Mit XFCE-Desktop dann. Ähm. Da gibt es quasi eine extra Runde, die die Pakete machen, um zu test äh, um getestet zu werden. Also es ist nicht äh, ja, das Allerneueste, aber es ist schon, es ist schon das, das Neueste. Also. Ne, fällt mir kein gutes Beispiel dazu ein. <laughs> aber keine gute Allegorie. Es sind schon ein paar Fingerabdrücke dran, aber es sind auch keine Abnutzungsspuren dran, vielleicht kann man so sagen. Wie neu quasi <lacht> <refurbished>. <lacht> und ungeöffnet äh, im original nee, nee nicht mehr ganz nee, in äh, geöffneter Originalverpackung ah <laughs> nee, deswegen, und hm. ja also äh, kerneltechnisch haben wir quasi hm. noch mal vom Jahresabschluss einen neuen LTS Kernel bekommen auch der wird oh. ziemlich interessant. Man soll ihn sogar schon über einen fremd PPA in Debian 12 integrieren können oder upgraden können. Aber wie gut das dann funktioniert, weiß ich nicht. Also theoretisch kann man sich den ja auch noch selbst bauen, wenn man sowas dann möchte. Ähm, hast du das äh, in den letzten Jahren mal gemacht? Also wirklich einen Kernel für so ein Desktop-System selbst gebaut? Nee, also wirklich selbst gebaut noch nie hatte ich bis jetzt nie die, ich sag mal, die, die Muße oder die, die, die Nötigkeit. Bis jetzt hat das immer gut bei mir so geklappt. Also wirklich mit entweder distributionstechnisch haben sie mir ein Upgrade angeboten oder es gibt doch das Ubuntu Kernel Update Utility, kurz Uku genannt. Wenn, Die Uku. wenn, wenn, ihr, mal, ja, wenn ihr da äh, nach mal googeln möchtet. Ähm, da kann man auch von kernel.org in seine Ubuntu oder Debian-basierte ähm, Distribution quasi Kernels updaten. Ja, wenn du den U wenn du den Uhu mit einem Rind kreuzt, kriegst du eine Uku. Genau, dann kriegst du die Uku raus. Okay. Ja. Hm. Das, das ist dann das Weidegeflügel <laughs> Das ist Ja. Ja, ähm, gut. Äh, haben wir noch mehr zum Kernel oder sind wir. Weiß der, ich nicht. Also scheinbar wir, äh, hat ja der Uwe schon den 6 er kernel im Einsatz, wenn er schreibt, dass es weil Manjaro 6 ist, 6 ist und ich weiß, dass der Uwe Manjaro nutzt. Scheint also gut zu funktionieren. Was? Hast du schon mal einen Kernel gehabt, der wirklich nicht gut funktioniert hat? Gibt es überhaupt doch diese Argumentationskette? Ähm, also der nicht gut funktioniert hat. Also ich äh, hatte hier unter dem, also ich habe hier einen Ubuntu-Unterbau und das gibt so einen Low-Latency-Kernel. Und irgendwie hat er sich mit was anderem nicht vertragen. Also, das, das irgendwie, da waren Module nicht bei und ähm, das klappte nicht. Also, der, der funktionierte nicht. Und von äh, daher, das wäre jetzt so ein Fall, aber all, allgemein diese, diese Standardkörner. Oder war das, dass er mit, sich mit den NVIDIA-Treibern nicht richtig verstand? Irgendwas war dabei. Also, das hatte ich schon mal, aber das ist extrem selten und äh, ja. Das Kernel selbst bauen, ja. Make, Menu, Config, genau, das erinnere ich auch noch. Und irgendwie gab es bei Debian auch eine, ein, ein Paket, das man installieren konnte und damit konnte man wiederum diese Debian-Kernel-Pakete bauen lassen. Also, dass man so ein Linux-Image hat hinterher als Debian-Paket. Und auch diese um, Kernel-Headers-Paketdatei. Hm, äh, die sind ja ich grundsätzlich relativ wichtig sogar. M ja, aber das äh, gibt irgendwie so ein Skript, was das automatisiert. Also was denn auf deinem eigenen Rechner einen runtergeladenen Kernel konfiguriert, kompiliert und hinterher fallen diese Pakete raus. Aber auch schon ewig nicht mehr probiert. Keine Ahnung, ob das überhaupt noch geht. Ah ja, nix Witze. Mhm. Oh Mann. Genau, die müssen wir ja. mal nebenbei mit abarbeiten. Das stimmt. Äh, so, ich habe jetzt auch mal mir den Chat von, von der Linus Gets Live Seite ein bisschen größer gemacht, damit ich den besser verfolgen kann. Äh, Grüße zurück nach Bremen. Geht heute um den 66er Kernel, React OS und was war das letzte Firefox 120. Quasi wieder ein Kessel buntes. Ja, ja. genau. Mhm. <laughs> Nee, ich hatte war das mal das war ich hatte mal einen Bug im Elver Debian mit einer mit einem Update von dem 5 Elver Kernel da war mittendrin eins dabei boah was waren da gestartet ist der aber ich glaube den Grafik-Stack konnte er nicht mehr starten, weil äh, durch den Kernel-Bug bei mir. Großer Vorteil. Auch da hatte ich schon butterfs snapshots habe ich einfach den Snapshot mit dem alten Kernel genommen ähm, und habe den einfach übersprungen sozusagen, bis das nächste äh, Update kam. Der, der hat dann wieder gut funktioniert. Aber ansonsten hatte ich noch nie einen Kernel, der wirklich nicht, nicht funktioniert hat. Also da muss ich sagen, da bin ich mit solchen Geschichten verschont geblieben. Also so wirklich komplett nicht äh, funktionieren, das ist sehr selten. Aber in einem Projekt, da hatten wir mal einen Bug im X4-Treiber drin, also im Dateisystem-Treiber, dass irgendwas da nicht funktioniert hat. Also das war äh, eine ganz seltene Konstellation, die wir in dem Projekt hatten und äh, da, da funktionierten Teile auch nicht und das war ein Ubuntu System als Basis dabei und dieser Bug wurde da auch nicht gefixt. Und da dann irgendwie drum basteln, das war gar nicht so einfach, aber irgendwie haben wir es glaube ich eingefangen gekriegt. Mhm. Also sowas kommt auch vor, ist aber extrem selten und äh, ja. Ja. Gut. Das, das nehmen wir dann einfach so zur Kenntnis. Ja. Es, es ist wie, wie du Ausnahmen schon gesagt hast, gegen die Regel. Oder so. Genau. Der Debian Kernel 6.1.0.12 war doch buggy. Echt, war der buggy? Das wäre der letzte gewesen. Jetzt bei der 13. Hm. Entweder habe ich den übersprungen oder nichts davon mitbekommen. Sagen wir es mal so. Hast du da was gehört? Also, bevor ich jetzt irgendwie was Falsches sage, also irgendwie vermerkt hatte ich, die 12er-Version war die schlechte und nicht die 13er. Also, wo 13 er ja eher so ein Unglücksding ist, aber da war die 12er das. Also, ich weiß nicht, also so ganz grobes abgespeichert. Hm. Unter ferner liefen quasi. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das ist. Das kann auch was komplett anderes gewesen sein. Vielleicht war es exakt das. Hm. Ich finde jetzt so auf Anhieb auch nichts, wo das nochmal genauer. Kernel update hm. Ja, da über den ja. Linux-Guides-Live-Chat. Äh, äh, ja. Der 12er war überhaupt nicht buggy. Also da. Äh... 13? Sich gerade so ein bisschen, aber ja. ich sehe gerade, der Uwe hatte vielleicht war es auch nur ein Seiteneffekt mit seiner Sattkarte. Ach so, Sattkarte okay. ist ja auch so eine aussterbende Ausster äh, Peripherie, sage ich mal. Hm. Ich glaube, so wirklich hergestellt werden die nur noch von, wenn überhaupt, zwei, drei Firmen weltweit. Ist auch so langsam, es sich ja so ein Nischenprodukt gefühlt. Also wirklich als Karte, vielleicht kriegst du es häufiger noch als USB-Stick. Kann ich mir vorstellen, dass, das, dass es sowas mhm. gibt. Also wirklich als, als Karte. Mhm. Oh. Ich weiß es nicht. Also sowas hat die. Ich habe zwar eine Catcher-Karte von, von früher auch noch. Und in, in einer frühen äh, Grafikkarte war sowas auch drin, in der Elsa Victory Eraser. Da konnte man so voll analoge Sachen aufnehmen, in ähm, einer eher schlechten Qualität, weil die Festplatten damals natürlich auch noch viel, viel kleiner waren, aber theoretisch hat es funktioniert. Mhm. Mhm. Ja gut, aber äh, jetzt so satt Dings. Karte, ja, ja. ja. Ja, so ein Nischenprodukt, sage ich mal. Also ja. inzwischen. Also, ich, ich hatte auch vor vielen Jahren auch schon mal sowas, aber ja, dann kam DVB-T2, dann war die oder hat die halt nicht mehr funktioniert und irgendwann ist es halt dank geplanter Obsoleszenz äh, zum Elektroschrott gewandert. Äh, was wollen wir da machen? Mhm. Ja, stimmt. Ja. Apropos äh, Elektroschrott was, was, was kein Elektroschrott ist äh, oder äh, machen wir mal den Sprung zum Firefox 120 also der ist kein Elektroschrott der, der, der Übergang war auch sehr sehr äh, holprig aber ich denke mal bevor wir uns hier noch äh, lange drüber ja. unterhalten dass der genau. also 6.1er LTS-Körner also stabil läuft gequetscht, so weit es ja. geht ja Quasi abgewirkt. <laughs> ja, die, die haben was dran gemacht, die haben sehr viel Arbeit da wieder investiert, ist was Feines bei rausgekommen, denke ich mal, und äh, das ist gut, dass sie es tun. Ja, gut, so. Äh, Firefox, was haben wir denn da Schönes? Also, dieses ähm, mit diesem Cookie-Banner, dass das da jetzt auch automatisch irgendwie ausgeblendet werden soll, jedenfalls für einige Seiten, das ist, glaube ich, so, dass. Offensichtlichste dabei, also die ziehen jetzt mit dem Brave gleich, der das ja schon länger kann, ich glaube ein halbes Jahr oder so, oder vielleicht sogar schon ein ganzes Jahr. Ich glaube sogar schon ein ganzes Jahr, also seitdem ich umgestiegen bin, was jetzt gut ein Dreivierteljahr mindestens her ist, geht das mit den Cookies oder sehe ich diese Cookie-Meldung nicht mehr. Also von daher bei Brave schon deutlich länger. Also manchmal sehe ich das noch, wie das denn kurz einmal aufflackert, dieser Dialog da und dann auch weg ist. Mhm. Und das sollte jetzt unter Firefox 120 auch so funktionieren. Hast du das schon ausprobiert? Mit dem 120er? Nee, noch nicht. Ich habe zwar überall schon den 120er geupdatet, aber bin noch nicht wirklich zum Testen gekommen. Das stimmt, ich habe sogar den 120er. Das, das wird dann maximal am Wochenende bei mir funktionieren, erfolgen, je nachdem. Das probiere ich jetzt einfach mal nebenbei aus. Ich nehme jetzt eine Seite von dem angeblich größten, ähm, wie heißt es so schön, IT- und, und Technologie-Magazin der Welt. Du kannst auch meine Homepage nehmen, da kommt auf jeden Fall ein Cookie-Banner wegen Datenschutz. Ja, okay. Also bei dieser Webseite, die ich gerade meinte, da ist das nicht so. Und ähm, deine, deine richtige steht die hier einfach Saint of Sinner und dann. Ode. Hui. Also das animiert, aber es ist oben auch noch da. Also zwei Seiten, wo das schon erstmal so nicht funktioniert. Also. Hm. Was anderes ausprobiert? Naja, dann äh, wird das Feature quasi noch weiterentwickelt. Also da in dem. Nö. 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 nö also. Keine der drei Seiten, die ich jetzt einfach mal genommen habe, da hat das funktioniert. Also, das. Und was noch aktivieren? Das könnte mitunter sein. Aber kannst ja mal ausprobieren, ob du jetzt im Kontextmenü äh, Links ohne Website-Tracking kopieren als Auswahl hast. Das müsste ohne aktivieren gehen. Das ist ja auch ein neues Feature, was ich sehr interessant finde. Vor allem ohne Tracking. Also, was wollen die, die Also. Die, diese ganze Diskussion, die hat sich ja eigentlich immer um Cookies gedreht. Ähm, mhm, das ist ja aber bloß genau. ein Teil von diesem Ganzen, denn deine IP-Adresse, die hat der äh, Server, mit dem du dich da verbindest, ja sowieso. Und ähm, wenn die jetzt untereinander, also der eine Werbeserver, mit dem anderen Server doch mal redet, dann können die ja daraus Informationen zurückgewinnen und äh, dich auf anderem Wege auch ohne äh, Cookies tracken. Also. Hatte nicht Google sogar äh, einen, einen neuen Mechanismus ähm, entwickelt, mit der sogar deutlich besser was Tracking angeht, ist als mit Cookies? Ich meine, da war sowas. Ringelt was irgendwas ganz Auto? entfernt, ja. Irgendwas hatten sie doch in der Mache okay. oder sogar schon irgendwo im Test. Aber frag mich jetzt nicht, was es war. Irgendwie. irgendwie war da was aber bis das fertig ist kann man jetzt gott sei dank mit dem Firefox auch äh, links ohne website tracking kopieren steckt das eigentlich im link drin das tracking dürfte eigentlich auch nicht großartig sein Also in der About Conflict habe ich mal geguckt. Also, wenn ich jetzt Cookie eingebe, da gibt es verschiedene Einstellungen für äh, Cookie-Banners, Punkt ähm, weiterer Parameter. Und das sieht für mich erstmal so aus, als ob das alles aktiviert wäre. Mhm. Also jedenfalls von den Schlüsseln, die dort angegeben sind. Dann scheint es einfach noch nicht gut zu funktionieren, sagen wir es mal so. Also es gibt sowas wie Cookie Banners, Banner Clicking Punkt Enabled und das ist auf True. Also da mhm. schließe ich aus der Bezeichnung erstmal, dass es versucht, das Ding wegzuklicken. Ja, also der Default ist ja wirklich ja. ablehnen und das versucht er automatisch damit zu machen. So habe ich das äh, gelesen bei Mozilla. Okay, Und nicht so benötigte URL-Abfrageparameter werden entfernt bei Webseite ohne äh, Link ohne Website-Tracking äh, kopieren. Website ohne Link kopieren, das, das wird das interessant, wenn das mal geht. Hm. <laughs> ja, mein Experiment auf, auf den Firefox wieder komplett zurückzuwechseln, ja, da warst du ja, da warst du ja erfolgreich dabei, als es gescheitert ist. War das auch im Podcast? Ich glaube, das war das, das erste Mal den, der Podcast-Versuch mit dem Firefox als äh, Hauptbrowser. Da hatte ich dieses leichte Grundrauschen, aber auch nur. Äh, Ach, das war das bei dir, ja? Ja, ja, ich hatte dieses leichte Grundrauschen bei dir dann drin über das ähm, Video Ninja, was wir hier für die für Stream-Setup benutzen. Das hat mich dann genervt. Komischerweise auf äh, Chromium-basierten, also, mein, mein, also meine beiden äh, Way to Go-Browser sind eigentlich noch Firefox und Brave aktuell. Und im Brave, der auf Chromium basiert, da läuft es rauschfrei. Höchst hm. interessant, warum das so ist. Ne? Also mhm. ja. ob die, Haben die einen Rauschfilter eingebaut? Ich kann es dir nicht sagen. Es kann auch einfach eine schlechte Im Implementierung des WebRTC-Protokolls sein. Ist es WebRTC? Wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwie so. Oder vielleicht muss man noch irgendwas am Browser-Rendering oder irgendwie, vielleicht gibt es da Codec-Einstellungen. Ich habe da jetzt erstmal nicht das Ganze nicht weiterverfolgt. Ah. Also ich, ich habe jetzt was gefunden. Also man muss es wirklich noch ähm, umkonfigurieren bei dem Firefox. Also es ist zwar irgendwie voreingestellt, aber über dieses About Config, da gibt es so einen, ähm, ich schmeiße das einfach mal mit rein hier. Ähm, so einen zusätzlichen Schlüssel und den muss man wirklich so einstellen. Dann komme ich einmal hier rein und bei Twitch darf ich das, glaube ich, auch, ne? Genau. Und damit funktioniert das Ganze denn auch wirklich, auch bei den Seiten, die ich jetzt nicht explizit genannt habe, aber wo ihr vielleicht mhm. wisst, was das ist. Und mit diesem, mit diesem Wert 2 macht man das noch ein bisschen aggressiver, dass sogar so Zwangscookies auch damit unterdrückt werden sollen und auch diese Einblendungen nochmal irgendwie mehr als standardmäßig. Ja. Also interessant zu wissen, <laughs> dass man das nochmal extra einstellen muss. Ja, nachjustieren sozusagen. Also das Feature scheint ja dementsprechend gut zu funktionieren, nur ein bisschen zu lasch. Also von daher werden viele dann wahrscheinlich genauso wie ich sagen, äh, das sollte jetzt drin sein, aber das klappt ja gar nicht. Hm. Also so ein bisschen kommunikativer äh, könnte es eigentlich sein. Also dass es so sagt, ach, wäre schön. An der Stelle, wir haben da jetzt so ein Bunny, äh, wir haben da jetzt so äh, Cookie-Banner ähm, erkannt und ähm, ja, das kriegen wir jetzt äh, so erstmal mit der Methode, die wir anwenden, dann nicht weg. Aber möchtest du vielleicht jetzt diese tolle neue Funktion verwenden, die das auch kann? Das wäre doch was. Aber hier in dem About-Config da nochmal zu gucken unter einem Parameter, der jetzt eigentlich auch von der Bezeichnung her nicht stimmt und auch von äh, der, der, also ein Artikel hier von, wie heißt der gute Mann? Sören Henschel aus Österreich. Ähm, da steht drin, dieser Parameter soll dafür sorgen, dass auch außerhalb von diesen privaten Fenstern äh, die Banner auch gelöscht werden. Und ich habe das sogar im privaten Fenster so mh, einfach gemacht, diese Seiten geöffnet da drin. Und das hat nicht funktioniert. Und erst wenn man das wirklich auf diese aggressive 2 setzt, dann klappt das Ganze. Also, hm. ja. Ja, gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder was heißt das Gefühl? Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass der Firefox ja von, von seinem Thron eh äh, verstoßen wurde, äh, der Browser zu sein, den man als erstes, oder, oder das einzige Programm zu sein, was man mit dem Internet Explorer runterlädt. Ähm also das erste und letzte, was man mit dem Internet Explorer macht, das glaube ich in Firefox runterladen, sowas zumindest früher. Ähm ja, vom, vom Mainstream Browser ist er also irgendwie vom Thron verstoßen worden, zum ich sag mal eher Nischenbrowser und ich sag mal für eher Technik und, und Technikenthusiasten zum Browser geworden und eher so Leute, die wirklich ähm, auf ihre Privatsphäre dann doch mal ähm, deutlich mehr Wert legen als die ganzen Leute, die mit dem Chrome, Opera oder was, was der Geier was jetzt noch richtig aktuell ist. Vorwiegend ist es ja Chrome, Chromium-basiert. Und dementsprechend, da will ich jetzt hier eigentlich drauf hinaus, ich glaube, so eine Funktion oder beziehungsweise sind diese Funktionen ja meistens ähm, nur über die, die Doku wirklich direkt ersichtlich und meistens erst so als Abfragefeature in der kommenden Version. Also, wenn es rauskommt, tun es erstmal die ganzen Technik-Enthusiasten so ein bisschen austesten, ausknobeln und dann wird es auch noch für den letzten. Ähm, äh, wie sagt man es, Casual User zugänglich gemacht mit dem nächsten Update mit so einem schönen Dialog. Habe ich so das Gefühl oder beziehungsweise die Veränderung mitbekommen. Also so ein bisschen so, als ob die die neuen Funktionen selbst noch gar nicht so gut finden. <laughs> so ungefähr. Also die lassen das erstmal wirklich so ein bisschen äh, stillschweigend äh, austesten, kann man so sagen. Damit mein Internet Explorer geben, navigator runterladen. Das ist auch sehr schöner Vergleich von Uwe. <laughs> ja. Und hallo, use OpenSUSE. Und ja, ich kenne dich noch. Ja. Also ich, ich wollte gerade mal gucken, wie das ist mit den Marktanteilen. Also insgesamt sind die natürlich deutlich runtergegangen. Also so Firefox hatte so. 2010 äh, einen sehr guten Marktanteil und seitdem geht es eigentlich ständig runter und was ich mir auch noch irgendwie gemerkt habe, dass in Deutschland eigentlich noch eine relativ hohe ähm, Marktdurchdringung beim Firefox ist äh, der läuft bei uns deutlich besser als in anderen Ländern, wo man den eigentlich überhaupt nicht mehr verwendet also aber da finde ich jetzt gerade keine Zahlen zu, Weltweit, weltweit. Also ja, aber das, das kommt auch nicht von ungefähr, ne? Also so, wie einige auch schreiben, ne? Also der ist äh, langsam und träge. Also es gibt so Sachen, die bei Firefox so gar nicht funktionieren und die unter ja, den Chromium basierten einfach super funktionieren. Ähm, Beispiel ist bei unserer Kieler Open Source und Linux Tage Seite. Dieses Banner, was oben läuft, das ist eine ähm, SVG-Animation, sowas gibt es wirklich. Und beim Firefox ist das ein, äh, ein sehr ruckliges Erlebnis. Äh, selbst wenn man einen relativ guten Rechner hat, also das lastet so einen Kern auch sehr gut aus und dann wird er auch warm und laut. Und bei Brave oder so funktioniert das selbst auf betagten Rechnern über zehn Jahre, äh, also die über zehn Jahre alt sind. Sehr, sehr fluffig. Ne? Also von daher, das stimmt schon irgendwie, dass einige Sachen deutlich träger sind und mit so Umbasteleien, die sie denn hin und wieder machen, dass irgendwelche Erweiterungen nicht mehr funktionieren oder solche Sachen. Ja, gut, das macht natürlich irgendwelche. Technischen Hintergründe haben, dass man mal wieder was Neues möchte oder dass die alten Sachen irgendwie sich nicht mehr gut warten lassen. Aber jetzt für den Endnutzer äh, ist das Erlebnis dabei: oh, das funktioniert nicht mehr oder warum fehlt die Option? So wie, äh, gehört zwar auch zu dem Mozilla-Universum, also der Thunderbird. Ja, die haben das Ding ja umgebaut, musste anscheinend mal wieder sein und äh, einige Sachen funktionieren nicht mehr. Also vorher gab es so eine. Funktion, um das aktu aktuell ausgewählte Postfach abzurufen. Das gibt's nicht mehr, kriegt man auch nicht mehr nachgebaut, dass auf einmal die Menüzeile und die Iconzeile die Position geändert haben. Einfach mal so, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie nach Gutdünken haben sie es geändert. Über ein CSS-Hack kriegt man es wieder richtig hinsortiert, aber was soll das? Andere Elemente haben auch die Positionen geändert und jahrelanges, jahrzehntelanges Training. Klicke ich hin, ach, ist falsch. Lässt sich auch nicht mehr konfigurieren. Also, all, all, all solche Sachen. Ich meine, was, was soll das? Also, an sowas hm. wird dann rumgebastelt, aber äh, andere Bugs, die es schon sehr, sehr lange gibt, die werden einfach da rumgammeln gelassen und ja, also irgendwie, hm, hm, hm. Ja, ja Wort. Das wurde ja quasi schon bestätigt im Linux-Guides-Chat. Da wurde auch vor zwei Jahren mal eine Mail an Mozilla geschrieben, aber hat nie eine Antwort erhalten. Also es kümmert sie wohl nicht, was die Leute davon denken, sie machen einfach. Also, also so sind ja eigentlich auch bei jeder von diesen äh, Zwangs-, äh, Zwangsdesign-Beglückungen in Foren auch die Kommentare, was soll der Mist und wie kriegen wir das jetzt wieder zurückgebastelt äh, und ähm, vieles kannst du wirklich über oder na naja, also vieles kannst du über CSS machen und dann werden da irgendwelche CSS-Schnipselchen ausgetauscht, mit denen man das wieder in einen benutzbaren Zustand bringen kann, jedenfalls soweit, wie es nicht äh, komplett vernagelt ist. Und ach, 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 ja. Ja, muss man, muss man mögen oder eben nicht. Ähm, ja. Mir ist das aber gar nicht aufgefallen, also so signifikant zumindest aufgefallen, dass der Firefox so träge ist, wie er immer beschrieben wird. Also Unterschiede sind zwar bemerkbar, aber die sind jetzt nicht so extrem krass, wie sie wirklich waren, als der Chrome so seinen Hype hatte. Also sage ich mal. Da haben sie sich zu, wieder zurückgekämpft, aber im Vergleich zur direkten Konkurrenz ist es natürlich so, dass Webseitenrendering und ähnliches deutlich schlechter ist. Aber so schlecht, wie man so sagt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Zumindest aus meiner Erfahrung so mit der Hardware, wo ich ihn jetzt im Einsatz hatte. Hm. Muss ich auch äh, ganz klar sagen. Das sind wahrscheinlich auch mehr so Sonderfälle, also wie, wie dieses Banner, was wir da drin haben. Da merkt man das extrem. Und bei anderen Dingen haben sie eigentlich sehr gut nachgearbeitet, gerade was jetzt hier diese Streaming-Sachen, WebRTC und Co. angeht. Da haben sie eine Menge gemacht. Das war am Anfang ja wirklich schlecht. Das ging eigentlich so gut wie gar nicht. Und ähm, für die Streams, die wir hier so machen, also wo ich den Stream nicht selbst aufmache, sondern da rein retuschiert werde aus der Ferne. Das mache ich auch über Firefox, weil das eigentlich jedes Mal funktioniert. Im Gegensatz zu äh, äh Brave oder was ich sonst so nehme. Äh, äh, ja, weiß ich nicht. Also, das ist auch mehr so eine Gefühlssache. Ne? Also, das mit dem Firefox das funktioniert schon. <laughs> Rühr da ja nicht dran rum. Das andere geht vielleicht auch, vielleicht sogar besser. Äh, und, aber ja, funktioniert. Also, von daher, es hat mich da noch nicht vertrieben, beim Firefox das darüber nicht mehr zu machen. Hm, das ist so gut. Oh. Also, vielleicht sehe ich deswegen so ein bisschen pixeliger und verschwommen aus. Vielleicht liegt es daran, oder vielleicht sehe ich wirklich aus, so aus. Ich weiß es nicht. Ich habe auch immer Kompressionsartefakte im Gesicht. Das ist so. Das ist der Real-Life-Datenschutzfilter? Könnte das man so sagen. Immer was. Ah. Wenn man. Da, damit mal über so eine ähm, äh, Cosplay-Messe äh, laufen mit so einem, so, einem, so einem Pixelfilter über dem Gesicht oder einfach so eine Folie nehmen, so ein paar JPEG-Artefakte drauf und damit mal durchlaufen. Ja. Ich bin schlecht komprimiert oder sowas. Ja. Ist, ist, das ist vielleicht total komprimiert, äh, das ist total kreativ. Und komprimiert. Eigentlich, eigentlich schon. Also. <laughs> Und das Gedankenspiel <laughs> mal weitergespielt in, in die ferne, ferne Zukunft, wo ja alles hier augment, äh, Augmented Reality und sonst da was ist. Da wird es bestimmt Möglichkeiten geben, sich vor jedem so äh, präsentieren zu können, komplett verglitscht und verpixelt, einfach um nicht erkannt zu werden. <laughs> das geht bestimmt. Ich muss sagen, ich habe Cyberpunk 2077 immer noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es da geht. Aber. Äh, Machen wir mal nicht das Fass auf. Es läuft aber sehr, sehr gut unter Linux, falls, falls hm. es jemand gerade so fragt. Ja. So viel zum Firefox, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ne? Das sind so jedenfalls die interessantesten Sachen und der Rest ist ja Fingerprinting Protection über diesen äh, Canvas-Dingsbums ja, also die haben da wohl ein bisschen nachgebessert insgesamt, was Sicherheit angeht und was Datenschutz angeht. Hm. Ist ja definitiv nicht verkehrt. Nee, es ist, 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 richtig. ist ja, ja auch wichtig. Ein bisschen, ja. bisschen spät aber insgesamt. Ja. Also hätten. Ja. ja. Hm. Den, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Da, da haben sie so ein bisschen gebummelt. Gut, ähm, dann äh, zu unserem... Oder gibt es einen wo, guten Kommentar, den ich nicht da, Wo wir gerade beim Bummeln sind. <laughs> okay. Re React OS. Das haben wir ja kurz angesprochen. Äh, die sind ja äh, schon in der Alpha. Mhm. Ja, ja, ja. Für alle, die äh, React OS nicht kennen, das ist äh, eine freie Alternative zu Achtung Windows XP. Es soll äh, binär kompatibel zu äh, Windows XP sein, eben auf, ähm, auf Open Source Basis oder sogar direkt auf Linux Basis. Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, nee, nee. Also, React komplett... hat einen eigenen Kernel. Also, sie verwenden ja, genau. nicht den Linux Kernel. Und damit haben sie sich eigentlich ein sehr hohes Ziel gesetzt, das auch noch mitzumachen und. Ähm, da arbeiten wahrscheinlich nicht wirklich viele Leute dran. Äh, ein bisschen Wikipedia Wissen eingeschmissen. Also das Projekt begann schon 1996 als FreeWin 95. Also die wollten ursprünglich zu Windows 95 kompatibel sein. Und ja, dann haben sie es irgendwann Richtung NT geschoben, dann Richtung XP und ja, wollen Sie vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen weiter? Achso, Richtung Windows 7 wollen sie das Ganze irgendwann mal bringen. Aber genau, die, die hängen immer noch eine ganze Weile hinterher. Also mit, mit den Windows-Versionen, mit denen sie alle kompatibel sein wollen. Ja. Aber es ist halt total interessant, dass es auch sowas gibt. Also jetzt mal doof gefragt, wer braucht, also jetzt mal wirklich zu doof gefragt, aber wer braucht so was also eine komplett API kompatible Betriebssystem zu Windows XP also der Zug ist doch abgefahren also die stellen sich doch selber das Bein sagen wir mal so jein nicht also es gibt durchaus im industriellen Umfeld wo du diese langen Laufzeiten hast, wo du große, teure Maschinen hast, die du nicht einfach wegschmeißen kannst, wo es dann wirklich in die Hunderttausendste geht, also 100.000 Euro mehrfach für einen, für irgendwelche Maschinen, was auch immer das denn jeweils ist. Und die Rechner, die das Ganze steuern, die setzen dann vielleicht minus XP oder vielleicht sogar noch was deutlich Älteres voraus. Und irgendwann Hast du vielleicht ein Problem, dass diese Rechnergeneration, die du zum Steuern brauchst, nicht mehr verfügbar ist? Du kriegst keine Ersatzteile mehr, das ist einfach durch irgendwann. Und äh, wenn du jetzt versuchen würdest, ein ähm, XP, das Original auf einem neueren Rechner installieren zu wollen, um diese Maschine weiter am Laufen ähm, zu halten, dann kann es sein, dass die mit dem, mit der Hardware darunter nichts mehr anfangen kann. Und vielleicht wäre Reactos Ganz theoretisch dafür einen, äh, einen Ersatz. Das äh, aber eben bloß theoretisch, denn Reaktors, wie du sagtest, das ist im Alpha-Stadium das ist schon sehr lange im Alpha-Stadium. Hier stand bei ähm, dem Linux-Guide-Chat drin, seit 20, 25 Jahren. Das stimmt schon ne? und die sind halt nicht fertig und es ist für den produktiven Einsatz auch nicht stabil genug. Also. Äh, Wäre für einige spezielle teure Systeme äh, vielleicht eine Alternative, wenn es stabil genug wäre und auch wirklich funktionieren würde. Ja. Aber. Hm. Ja, aber sie arbeiten weiter dran. Die haben jetzt sogar experimentellen UEFI-Support. Ich will gar nicht lachen, aber irgendwie. Das ist, das ist, vielleicht machen es wirklich nur zwei, drei Leute, dieses sehr ambitionierte Projekt. Ja, aber irgendwie, es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, sagen wir es mal so. Also, was heißt, es wirkt, es ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Wer jetzt noch an einer äh, Binärkompatibilität zu Windows XP arbeitet. Also, kann schon sein, dass du wirklich, ähm, also, dass du, wie du erzählt hast, äh, dass die Leute von ReactOS wirklich auf diese Sparte-Industrie-PCs oder spezielle äh, Steuermaschinen eingeht. Ich, also, ich glaube nicht, dass es äh, wirklich deren Fokus ist, aber das wäre jetzt so ein äh, sehr spezielles <laughs> Gebiet, wo ich durchaus einen Anwendungsfall sehen würde. Mhm. Aber, mh, ja. Wenn die Sonne äh, explodiert, würde Reactor es wohl fertig sein, so in sechs Milliarden Jahren. <laughs> Super Kommentar. Ähm, im <laughs> sky chat ja, so ungefähr. Ja, ja also, ja, hm, hm. Es, es, es ist schwierig. Ja, definitiv. <laughs> Aber warum nicht? Also, wenn es mehr oder weniger ein interessantes Forschungsprojekt oder ein Hobby für die ist, ähm, ja, klar, warum nicht? Also, die lernen bestimmt eine ganze Menge dabei und die es wissen. Ist vielleicht auch für andere Projekte ganz praktisch. Also, ein, äh, ein Teil von der Funktionalität, äh, beziehen Sie auch äh, durch Wein, ist ja auch Open Source. Und das wird auch in Reactors ähm, integriert, also irgendwelche Bibliotheken oder Funktionen, was auch immer. Äh, von daher findet da auch ein gewisser Austausch statt. Aber einen eigenen, einen eigenen NT-kompatiblen Kernel zu, äh, zu entwickeln, das ist, ist eine Menge Arbeit, ne? Oder vielmehr XP-kompatibel. Ja, also ob man da in, in irgendwann zu einem wirklich stabilen System kommt, ich weiß es nicht. Also vor allen Dingen, jetzt, wo du es erzählt hast, ist es mir eigentlich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Es ist ja auch wirklich ein, ein immenses Mammutprojekt, etwas nachzubauen, was man nicht einsehen kann. Weil der NT-Kernel ist ja auch nicht. Der ist ja auch proprietär. Die müssen ja irgendwie das Ganze so halbwegs reverse-engineeren, muss man ja so sagen. Das, das ist ja auch so, ein, so eine Sache, die man gar nicht unterschätzen darf. Und die man ja an der Stelle auch mal wirklich ähm, den Respekt und die. die, die äh, die Lorbeeren quasi zusprechen muss. Also das ist wirklich eine riesen, also eine riesen Sache. Das ist kein kleines Ding. Aber irgendwie ist halt wirklich auch die Ambition dahinter ähm, ja, sehr, sehr hm, schmal. Also was ist schmal, sehr, 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 ähm, sehr, sehr langsam. Also das ist. Hm. Ja. Also bei bei Wikipedia. Ich meine, da habe ich gesehen, dass sie binär kompatibel sein wollen. Also, dass man auch wirklich die Treiber, die es für XP oder NT oder was auch immer gibt, dass man die auch darunter installieren können soll. Also, und äh, wahrscheinlich müssen die denn ja auch die Bugs, die in dem Microsoft-Betriebssystem drin sind, genauso auch nachbauen, damit sich die Treiber und Anwendungen auch wohlfühlen und sowas. Mhm. Also, das ist wirklich. Wahnsinnig schwierig, wenn man da jetzt den Quelltext nicht hat, also offensichtlich natürlich nicht hat. Im Gegensatz zu dem, äh, was wir auch. Moment, Dienstag hatten wir das Genau, Dienstag hatten wir das ja. Binärkompatibel, da waren wir ja bei Alma Linux und bei Rocky Linux, die ja auch sowas wollen, aber die haben es ja viel einfacher, weil man doch irgendwie an den Quelltext rankommt, um daraus was eines zu, zu bauen. Und bei Reaktors oder anderen Projekten. Muss sowas wirklich reverse engineert werden und das ist wahnsinnig schwierig, langwierig. Und wenn man dann nicht wirklich Hunderte von Entwicklern für hat, die ja, sonst nichts anderes machen, ist das eigentlich nicht erstaunlich, dass es so weit ist, wie es ist. Ne? Ja. Oder es also, bleibt halt wirklich so ein, so, ein, so ein Nebenbei, wir machen mal ein bisschen was, Projekt, so ein Forschungsprojekt. Ja, aber wirklich stabil rauskommen, wurde hier schon von, von McLean äh, geschrieben, wird es vermutlich nie. Das ist irgendwie eine Todgeburt, weil es einfach an Manpower mhm. fehlt. Also damals schon und ich glaube, wenn, wenn man jetzt dort richtig investieren würde an Entwicklern oder Manpower, ah, da kriegt man vielleicht was fertig, aber so richtig, mh, schade. Aber es lebt noch weiter irgendwie. Das Thema hat mir ja dann auch, ähm, ich glaube, gestern Abend noch mal ganz kurz äh, so semi-privat ähm, mit... Aber ähm, oh, was war denn das jetzt? Jetzt, jetzt habe ich angefangen mit dem Fahren. Verloren, also, so. äh, das, was ich gesagt hatte, Geos, PC-Geos? Nee. Das. Nee, okay. Das gibt es auch. Was wollt. Ja, das, das gibt auch. Noch. <laughs> auf, auf, auf was wollte ich denn hinaus? Ach, es ist weg. Ah, ja, mein Gott. Hm. Reaktors Deutsch ist. Also vor sehr vielen Jahren, ich würde sagen so 2000, gefühlt hätte ich jetzt 2014 gesagt, wo die vom Reaktors Projekt bei uns auf den Kilo Open Source und Linux Tagen waren und das vorgestellt haben als Vortrag. Und irgendwo gibt es auch noch den Mitschnitt davon. Ähm. Und die sprachen Deutsch, die kamen auch aus Deutschland. Also von daher kann es schon sein, dass ähm, da eine, achso, Reaktors Deutschland e.V., also ja, die haben als Rechtsform denn was genommen, also ein eingetragener Verein innerhalb von Deutschland. Ja, aber das Projekt wird wahrscheinlich international aufgestellt sein, dass die Entwickler von irgendwo kommen, übers Internet denn äh, arbeiten und als Rechtsform den eV in Deutschland genommen haben, weil das steuerlich für ähm, die, die Entgegennahme von Spenden vielleicht eine ganz gute Sache ist oder sonst irgendwas. Ne? Also ja. Irgendwas werden sie da genutzt, also nutzen müssen, also ist ja so. Ja. Aus welcher Ecke ist denn das? Ah, NRW. Naja, wenn man nicht weiß, wo es herkommt, vermutlich NRW. Uh, da war ich ja schon gar nicht mal so weit weg. Ich war mal am Nachbarort. Also quasi im Nachbarort. Verrückt. Hm? Ja. Also wie gesagt, das wird vermutlich nie fertig. Ich finde es sehr interessant, dass es das gab. Ich habe es mir auch irgendwann mal angesehen. Ähm als Alternative zu Windows, aber das ist ja, wie gesagt, vorne und hinten leider Gottes noch nicht fertig. Ich, oder? Ach nee, stimmt. Ähm, Haiku hatte ich mir angeguckt. Das ist ja auch sowas, äh, so was in diese Richtung geht, was hm. BOS nachbildet. Die nee, Reaktors habe ich bis jetzt bloß mal irgendwie in den VM reingeschmissen, um mal zu gucken, äh, was tut das, lässt sich das installieren. Und äh, äh, ja, böse gesagt, wann stürzt es ab? Also, das passierte doch relativ häufig dabei. Ist aber auch jetzt schon wieder ein bisschen her. Vielleicht ist das wieder deutlich besser. Da kam ja die nächste Alpha-Version raus. Also, vielleicht ja. ist es mal wieder ein Testwert. Also, die letzte Version ist jetzt vom 16. Dezember 2021. Also, die ist jetzt ungefähr auch wiederum zwei Jahre alt. Mhm. Aber es soll ja diese, wie heißt die, Nightly? Ja, also genau, die Nightly-Builds. Also die 4, 0415 ist immer am Weiterentwickeln und eben die Nightly-Builds, davon brauchst du halt. Könnte man vielleicht wirklich mal, hm, oder? In welchem Kontext könnte man sich das einfach mal live angucken? Boah, ja, Willst du das vielleicht mal machen bei dem Technik-Stream? Du, ich habe hier so viel auf meiner verdammten Liste. Ich, ich kann es ganz hinten raufschreiben, aber mal sehen, wann ich dazu komme. Wenn du dazu kommst, dann gibt es die Stable-Variante, die Reactors 5.0 kompatibel zu ähm, Windows 35 oder so. <laughs> naja. Ähm. Wir werden sehen, was da rauskommt. Also. Ja. Ich finde es ambitioniert, ich finde es gut, dass es sowas gibt, aber es ist halt für die breite Masse nichts, weil es A, nicht fertig ist, leider Gottes, und B, deren Einsatzzweck dann dadurch, dass sie zu XP-binär kompatibel sein wollen, so speziell ist, dass es so oder so nichts für die breite Masse ist. Also, es, es ist und bleibt ein verdammt interessantes Studienprojekt. Aber leider Gottes auch nicht mehr. Ja, um uns zum Kommentar mit, mit Russland, dass das da irgendwie entwickelt wurde. Also das sieht nach dem Wikipedia-Artikel jetzt nicht dabei aus. Also es gab wohl mal die Idee in Russland von 2007 bis 2015, dass man mit Reaktors die Abhängigkeit von Microsoft und ausländischer Software damit verringern wollte, hat aber anscheinend nicht wirklich funktioniert. Und äh, ja, also die hatten damit was vor, aber das hat einfach nicht geklappt. Also das ist das, was ich jetzt daraus sehe. Vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Quellen, aber ja, sehe ich jetzt erstmal so nicht. Und von denen, ähm, die jetzt... Auf der Reaktorseite drauf draufstehen. Also, da steht ja der Vorstand drauf und sonst was. Also, die, einige von den Namen kommen mir ja auch irgendwie grob noch bekannt vor, von dem Vortrag her, dass ich mit denen mal äh, Kontakt hatte. Also, die, die kamen alle auch aus Deutschland. Von daher denke ich eher nicht, dass da irgendwas ist. Und äh, also, ich würde jetzt als als Start auch nicht darauf setzen. Also wenn ich jetzt von Microsoft loskommen will, äh, alte Anwendungen habe, dann würde ich ein Linux nehmen, Wein drauf, äh, drauf packen und äh, vielleicht da ein bisschen Geld in das Weinprojekt reinschießen, dass da vielleicht in eine Richtung entwickelt wird, dass die Software, die ich drauf laufen lassen möchte, auch wirklich funktioniert. Also sowas zu machen, aber in Reaktors würde ich wirklich kein Geld reinstecken. Da sehe ich ein, einfach nicht, dass ich da in absehbarer Zeit ein Ergebnis rauskriege. So dass ich damit denn arbeiten kann, dass ich irgendwas ersetzen kann. Also von daher sehe ich das eher nicht. Hm. Ich habe nur gerade nebenbei noch geguckt, Reactor ist im Jahr 2014 und, und das wird besser und besser. Kieler Linux-Tage 20, äh, 2014. Ach, du ah, nee, du, hast es, ja, hast es gefunden. Super. Ich, ich habe einfach mal Reactor ist eingegeben in die ähm, Dingsuche. Ich habe es bei YouTube reingeschmissen und YouTube wusste, äh, wusste das nicht. Da kam dann irgendwelche andere Käse raus. Was? Echt? Ich habe einfach Reactor als Keylux eingegeben. Bei YouTube. bei YouTube? Ja. Echt? Ja. Kriegst du als erstes von so einem Typ im Internet, kein Linux, dennoch Open Source. <laughs> dann das Ding und dann von äh, Windows Area. Wir testen den Windows-Klon. Und dann wird es richtig wild bei mir, die äh, Anfragen. Dann kriege ich von der kilox Server zu Hause betreiben, die etwas andere Review von irgendeinem Typen. Äh, dann von Michael Franken was. Das, das wird halt ganz, ganz, wild, ja. Also dann warst du wahrscheinlich, ähm, hast du länger gescrollt als ich. Ich habe es dann relativ schnell aufgegeben. Ja, wie gesagt, der zweite ist, denke ich mal, der Treffer. Den will ich mir irgendwann mal angucken. Das, das klingt ziemlich interessant. Weil wenn, wenn schon der Titel ist, es wird besser und besser, ähm, ja, macht dann doch irgendwie äh, Lust auf mehr. Mal gucken, ob man das sich wirklich irgendwann mal anguckt. Aber wie gesagt, meine Liste ist lang. Jetzt habe ich es auch. Ja, ja, ja. ja, stimmt. Und es wird besser und besser, genau. Mhm. Und äh, das eine müsste hier ähm, Colin Fink sein. Also der, der auch auf der ähm, Seite draufsteht, als Vorstand sonst irgendwas. Beim anderen weiß ich es gar nicht mehr, wer das ist. Ja. <laughs> Ach ja, ja, ist schon wieder her. Mhm. Aber es wird das... immer besser und besser. Ja, also. Muss man ja auch äh, sagen. Also die, die Punkte muss man denen ja geben. Also das stimmt. Heißt, ja. muss, äh, die gibt man denen einfach. Das, das, das ist ja nicht gelogen. Ja. In, ja, gut, in dem also. Sinne, ich, ich glaube, wir haben jetzt alles über React OS gesagt, was man hätte ja. sagen können. Meine Liste wird länger und länger. Ich werde es, glaube ich, vielleicht mal nicht so auf meine Liste nehmen. Ich, ich werde gucken, dass ich nächste Woche <laughs> endlich so den, 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 den Editor-Vergleich mache. Ich muss sagen, durch Sparky Linux bin ich auf den Micro-Editor gekommen und ich finde den gar nicht schlecht. Also zurzeit ist das mein äh, Haupt-Editor und ich, ich, <laughs> ich finde den, um jetzt äh, den, den Titel zu klauen, äh, immer besser und besser. Ja, das, da, ja, der wird immer besser und besser. Also er reift quasi direkt vor deinen Augen. Also jeden Tag gibt es eine neue Funktion, die freigeschaltet wird, oder? Hm. Ich habe den, oh Gott, freigeschaltet und äh, irgendjemand hat gerade äh, gefordert oder ähnliches. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gehört. Warum höre ich das? Ich, ich weiß es immer noch nicht. Hm. Ja, der Profi hier wieder am Werk. Du machst das ja auch noch jede Woche. Ja. Achso, äh, genau. Äh, äh, McLean ist, ist leute Danke dafür. Ähm, ich habe das eigentlich hier für die Szene abgeschalten und das kommt trotzdem rein. Ich Wie gesagt, das, das ist noch so ein Rätsel. Das, das löse ich an einer anderen Stelle. Bin ich auch wieder abgelenkt worden, muss ich sagen. Was ich sagen muss, ist. Äh, nicht der weiße letzter Schluss, auf YouTube nochmal zu abonnieren. Ähm, der Genre ist nicht da, aber den kennt ihr vermutlich. Wenn nicht, dann einfach mal bei Linus Guides auf YouTube rein abonnieren. Den gibt es auch hier auf Twitch. Genauso wie es mich auf Twitch gibt. Da guckt ihr das gerade, Saint of Sinna. Es gibt noch einen tuxtagen kanal auf YouTube, da kommt der Podcast als VOD online, genauso wie dann bei Hauke auf Nicht der Weisheit letzter Schluss. Plus gibt es das Ding quasi ohne Bewegbild, sondern nur mit dem sinnlosen Gelabber äh, hier von uns äh, nochmal auf Spotify. Und damit ist der Werbeblock abgeschlossen, weil sowohl Tux-Tage als auch Kilux sind rum und äh, wir freuen ja. uns eigentlich auf besinnliche Festtage irgendwann dann mal, ja. wenn das Jahr endet. Stimmt. Also, äh, falls ihr zufälligerweise, ganz zufälligerweise, am 2. Dezember in Kiel sein solltet, äh, solltet dann gibt es bei uns den Krypto-Advent. Stimmt. Das ist so ein ähm, vor Ort äh, gemütliches Beisammensein mit ähm, den Dingen, die es so zur Weihnachtszeit gibt, also äh, Essen und Trinken. Jedenfalls den süßen äh, Anteil dabei. Das gibt es dann. Und dann so ein paar, ähm, ja, also so ein bisschen unkonferenzmäßig. Wir unterhalten uns zu, äh, zum Thema Nextcloud. Da wird Micha dann auch gleich. Äh, Live mit dazugeschaltet, so heißt das Wort. Und ähm, Jean wird auch da zugeschaltet Also die beiden sind nicht vor Ort. Die kriegen also keine Kekse, keinen Glühwein, keinen Kinderpunsch. Das müssen sie sich selbst holen. Und äh, da setzen wir uns nett zusammen, reden ein bisschen darüber zum Thema Sicherheit bei Nextcloud. Und wir hatten auch noch irgendwie andere Themen. Aber das organisiere ich zum Glück nicht selbst. Danke an Klaus Aha. an dieser Stelle. Ja, genau. Das wäre nochmal Werbung dafür. Und ähm, bei dir gibt es ja jede Woche Dienstag und Donnerstag hier bei Twitch äh, zwei, ne? Äh, jeweils einen Stream. Und bei dir ist äh, Dienstag mal abgesehen von diesem Dienstag ähm, eigentlich dein Spieletag, ne? So ist das, ja, ne? Genau. Ja. Und der Donnerstag ist quasi halb geblockt durch den Podcast und dann Technik. Genau. Wie gesagt, also, nächste Woche werde ich mich so ein bisschen vorbereiten auf den großen äh, Editor-Vergleich oder Terminal-Editor-Vergleich. Da werde ich noch ein bisschen Kreativzeit investieren, um da mal was Schönes zusammenzukramern. Das wird ganz interessant. Und wie gesagt, den Micro-Editor, ich, ich mag ihn immer mehr. Er wird besser und besser. Wie ein guter Wein, er muss noch etwas reifen. Genau. Gut. Ja, an, an der Stelle danke ich dir fürs dabei sein. Äh, Grüße ja, okay. gehen dann raus an Jean, wenn er dann das nächste Mal hoffentlich wieder dabei ist. Ähm, auch ganz herzlichen Dank an unser Publikum, das live dabei war. Und natürlich auch herzlichen Dank an jeden, der sich das dann im Nachhinein anhört. Lasst Kommentare zur Verbesserung da. Und dann hören wir uns, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder. Macht das gut.